Jeden Tag denke ich, ach, was bin ich froh, dass ich vor 23 Jahren den Job aufgegeben habe. Es reicht, wenn ich solche Bücher hier lese. Aber zumindest kann ich mit Fug und Recht sagen, dass ich bis zu meinem 47. Lebensjahr wirklich gearbeitet habe. Gearbeitet, ja, und nicht nur auf irgendwelchen Meetings so rumgesessen und dumm rumgequatscht. Nein, ich habe wirklich richtig gearbeitet. Im Büro, naja, ich habe wirklich Dinge getan. Und ich habe das Geld, was ich während der damaligen Zeit verdient habe, ja auch so verdient und angelegt, dass ich bis zu meinem Lebensende davon leben kann. Und das war wichtig. Und das ist das, was die meisten Leute nicht hinkriegen. Wenn ich so denke an meinen Chef, der hat bestimmt doppelt so viel verdient und trotzdem, ich habe es nicht verstanden. Da wollte der seine Wohnung renovieren und musste einen Kredit aufnehmen. Da habe ich so gedacht, mein Gott, das hätte ich aus der Portokasse bezahlt, das Geld. Ja, weil andere Leute können mit ihrem Geld nicht umgehen. Und irgendwie kommt es doch aufs Geld an und nicht nur auf Arbeiten. Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann arbeite. Ach ja, warum erzähle ich eigentlich auch immer wieder dasselbe? Ich sollte an diesen Mist eigentlich überhaupt nicht denken.